Hallo und willkommen zu einer neuen Game Review bei Games Dynamite. Heute verschlägt es uns mal in die Welt von Tausend und einer Nacht. Nach gut 100 Jahren friedlichen Lebens im Reich des ehemaligen Kalifen kehrt die Dunkelheit und damit die Macht des bösen Herrschers Nadir zurück. Nun, man kann es sich fast denken, im Online-Browser-Game Nadirim werden wir uns der Aufgabe stellen, den finsteren Fürsten wieder dahin zu schicken, wo er hingehört. Weg vom Land der ewigen Sonne. Wie sich das Ganze gestaltet bzw. spielt, das werden wir uns jetzt einmal genauer betrachten. Zu Beginn dürfen wir uns genretypisch erst einmal eine Charakterklasse aussuchen und am Aussehen unseres Helden ein wenig herumstellen. Zur Auswahl gibt es den Krieger, den Nomaden, den Weisen, den Schläger und den Karawanenmeister. Jeder dieser Klassen hat seinen eigenen Talentbaum, also spezielle Fähigkeiten, die er nach und nach verbessern kann. Dann werden wir auch schon ins Spiel geworfen und finden uns mitten in einer Hafenstadt wieder. Hier gibt es dann auch gleich die ersten Aufgaben für uns zu lösen. Zu erkennen an der gerollten Schriftrolle über den Kopf einzelner Mitbürger. Wie bei einem Rollenspiel üblich, gibt es für die Erledigung der Aufgaben dann eine Belohnung oder eventuell auch eine weitere Aufgabe. Belohnungen können einfach nur Geld oder kleine Heiltränke sein. Sie können aber auch je nach Schwierigkeitsgrad der Quests gute Ausrüstungsgegenstände beinhalten. Die Aufgaben an sich kann man in drei verschiedene Arten gruppieren. Suchen, sammeln, bekämpfen. So können wir losgeschickt werden, um einen anderen Auftraggeber zu finden. Der gibt uns dann die Aufgabe, verschiedene Häuser zu durchsuchen und im letzten treffen wir dann auf einen Gegner, den wir noch besiegen müssen. In diesem Falle wären alle Arten in einer Quest zusammengefasst und es gibt ziemlich sicher eine richtig schöne Belohnung. Nachdem wir Gegner besiegt oder Aufgaben gelöst haben, bekommen wir zu den Belohnungen auch noch Erfahrungspunkte. Haben wir eine bestimmte Anzahl Erfahrungspunkte erreicht, steigen wir ein Level auf. Das hat den Vorteil, mehr Lebensenergie zu besitzen und neue Waffen und Zaubersprüche verwenden zu können. Was eine Voraussetzung dafür ist, stärkere Gegner zu besiegen. Es gibt verschiedene Gegner, die mit einem blauen Kreis bedeuten, du kannst mich angreifen. Machst du es aber nicht, lasse ich dich auch in Ruhe. Roter Kreis, kommst du mir zu nahe, greife ich dich an. Brauner Untergrund, unwürdige, da viel zu schwach für uns. Ist der Untergrund unter einem Gegner ein Stern, so sollte er nur mit einer Gruppe angegriffen werden. Denn natürlich, das ist ja auch der Sinn eines Online-Rollenspiels, kann man auch mit anderen Mitspielern interagieren, zum Beispiel miteinander gegen starke Gegner oder gegeneinander im PvP. Wie läuft denn so ein Kampf aber eigentlich ab? Sollten wir uns dazu entschließen, einem Gegner den Garaus zu machen zu wollen, und oft handelt es sich dann gleich um eine ganze Gruppe von Gegnern, so schaltet der Bildschirm in eine vergrößerte Wabenansicht. Hier geht es wie bei vielen anderen Online-Browser-Games nicht darum, möglichst schnell und effektiv auf der Maus rumzudrücken, um den Gegner zu besiegen, sondern hier laufen die Kämpfe rundenbasiert ab. Dabei können wir je nach Situation entscheiden, ob wir uns bewegen wollen oder welche Art von Schlag wir ausführen möchten. Nach und nach, mit steigendem Charakterlevel, bekommen wir dann immer effektivere und unterschiedlichere Möglichkeiten dazu. Haben wir am Anfang zwei oder drei verschiedene Nahangriffe gegen einen Gegner, so können wir später auch Distanzangriffe starten oder gleich mehrere Gegner auf einmal angreifen. Merken wir, das wird nichts, die sind zu stark, flüchten wir über die weiße Fahne aus dem Kampfgeschehen. Wie lange und wie gut wir den Kampf durchhalten, das liegt an unserer Gesundheitsleiste oben links, rot im Bild. Die gelbe Leiste ist unsere Energieanzeige. Energie benötigen wir, um einen Kampf beitreten zu können. Sind die Anzeigen leer, müssen wir entweder warten, diese füllen sich nach und nach wieder langsam auf, oder wir werfen einen Trank ein. Im besten Falle haben wir welche als Belohnung von den letzten erfüllten Quests dabei, oder aber wir müssen zum Händler und uns welche kaufen. Bezahlt wird dabei in Goldmünzen. Eventuell aber haben wir auch noch ein wenig unnützes Zeug im Rucksack, sodass wir dieses dort auch gleich verkaufen können. Wer die richtig tollen lila Rüstungen und Waffen besitzen möchte, dem bleibt nur der VIP-Store. Dort wird mit Diamanten bezahlt und diese bekommt man nur im Tausch gegen echte Euros. Mein Fazit? Nadirim ist mal wieder ein waschechtes Online-Browser-Game mit wirklich vielen Möglichkeiten. Gut, man muss Tausend eine Nacht schon mögen, sonst wird man dem Szenario nicht viel abgewinnen können. Aber dann ist es schon ein Garant für viele unterhaltsame Stunden. Die Grafik ist hübsch gezeichnet und die Quests abwechslungsreich. Und auch hier kommt wieder das gute alte Gefühl auf, eigentlich müsste ich jetzt aufhören, aber das nächste Quest, das mache ich noch schnell. Wer Online-Rollenspiele mag, sollte auf jeden Fall einen Blick riskieren. Er wird nicht enttäuscht sein.